Hi, du bist auf dem spirituellen Weg und du machst vielleicht Kurse oder Seminare oder Workshops oder liest Bücher oder schaust Videos, hörst Podcasts und merkst aber, vielleicht machst du das auch schon für Jahre, und merkst aber, dass du immer nur bis zu einem gewissen Punkt kommst, und wenn es dann dran geht, gewisse Dinge selber erlebbar zu machen und selbst zu erfahren, dann kommt sozusagen eine Blockade. Ich nenne es jetzt mal eine Blockade, weil eigentlich ist es das nicht. Aber es fühlt sich so an wie, und das kriege ich auch von Menschen mitgeteilt, die sagen, auf meinem Weg immer wieder komme ich an dieselbe Blockade. Immer wieder komme ich bis zu dem Punkt. Und wenn es dann darum geht, zum Beispiel in der Meditation, dann komme ich da nicht weiter. Ja, dann sehe ich da keine Bilder oder dann tut sich da für mich nichts auf und andere haben die tollsten Erfahrungen und es geht mir schon seit Jahren so und ich komme da überhaupt in gar nichts hinein, ich erlebe da nichts, ich erfahre da nichts, ich sehe da nichts und letztendlich komme ich immer an den Punkt und ich habe das Gefühl, dass ich mich dann nicht weiterentwickeln kann. Und wenn es dir so geht, bist du da nicht allein und ich darf dir jetzt ein konkretes Beispiel geben von einer Kursteilnehmerin von meinem Kurs Mission Possible. Sie hat mir geschrieben, weil es ihr ähnlich geht, und ich lese jetzt gleich vor, was sie geschrieben hat und werde dann in diesem Zuge für sie und für euch alle, denen es vielleicht auch so geht, Hilfestellung geben. Also erstmal, worum geht es ja eigentlich? Ja, also wie kann ich Sinn draus schließen? Und dann, wie kann ich das, also diese Blockade, wenn man so will, lösen? Da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich teile jetzt euch mit euch, was sie geschrieben hat. Meine Gedanken flüstern mir. Ich habe es dir doch gesagt. Du kannst das nicht. Deine Seele hören, spüren, channeln. Schließe mit dem Thema ab. Das wird nie was. Und dann sagt sie, ja, das ist ein Glaubenssatz. Ich habe ihn erkannt, aber wie werde ich ihn wirklich los? Ich bin schon so viele Jahre auf der spirituellen Suche, vieles gemacht und mir auch ein großes Wissen angeeignet. Ich dachte, jetzt wird es Zeit, dass ich selber fischen lerne, anstatt mir von anderen den Fisch immer servieren zu lassen. Und da ist mir dein Kurs über den Weg gelaufen und ich wusste, das mache ich. Bei den Meditationen kann ich wunderbar easy visualisieren, aber sobald ich vor dem gläsernen Bildschirm sitze oder irgendetwas Eigenes von mir kommen darf, ist da nichts. Einfach nichts. Ich komme nicht weiter. Was soll ich tun? Ich hoffe, du kannst mir einen Tipp oder etwas Hilfestellung geben. Und ich weiß, viele finden sich in diesen oder ähnlichen Zeilen wieder. Es ist für viele, die auf dem spirituellen Weg sind, der erste Ansatz, sich erstmal zu informieren. Erstmal Informationen reinzuholen durch Bücher, durch Videos und so weiter, durch andere Menschen, die schon weiter fortgeschritten sind auf dem Weg, zu gucken, was haben die für Erfahrungen, was können die mir mitgeben an die Hand und was ist für mich stimmig. Und dann hangelt man sich so entlang, ja, oft auch eben über die Jahre. Und oft ist es dann aber so, wenn es eben dann darum geht, man erkennt dann auch einiges. Ja, man weiß dann, ich bin ein ewiges göttliches Wesen. Ich weiß, ich bin mehr als meine Identität. Ich bin mehr, es geht im Leben um mehr als nur die menschliche Existenz hier zu bewahren, aufrechtzuerhalten und dann in die Kiste zu hüpfen. Das wird alles erkannt und auch dann als wahr angenommen. So, aber dieses tatsächlich sich weiterentwickeln, auch in den Fähigkeiten vielleicht, in den sensitiven Fähigkeiten, was nochmal ein anderer Aspekt ist, aber eben nur ein kleiner Aspekt ist, das ist dann das, wo es uns komplett braucht. Also nicht nur unsere kognitive Erfahrfähigkeit oder Wissensaufnahme oder Kenntnisfähigkeit, sondern dann geht es plötzlich darum, dass ich mich auch erlebe als
erweitertes Bewusstsein. Ich erweitere mich. Also das heißt, meine Wahrnehmung erweitert sich von den Sinnen, die ich so im Alltag nutze, zu den Übersinnen, ja, die in mir auch angelegt sind. Aber indem ich mir bewusst werde, es ist alles bereits da, alles zugänglich und es ist alles ein Teil von mir, bekomme ich einen anderen Zugang und habe die Möglichkeit, das auch zu erleben und zu erfahren. Und was meine Kursteilnehmerin hier jetzt beschreibt, und sie sagt ja auch, das ist seit vielen Jahren so, dass sie es erlebt, ist letztendlich immer wieder dieser Punkt, du machst eine Übung, irgendetwas, die Verbindung zum höheren Selbst zum Beispiel, und sagst, okay, jetzt channelst du das höhere Selbst. Und dann beginnt sich, selbst wenn du sagst, ja, ich will das wirklich, beginnt sich dein Verstand einzuschalten. Und der Verstand ist dann eine Funktion deines Egos, deines Ichs. Das Problem ist, sobald das ist, nimmst du dir die Fähigkeit weg. Also es ist wie, der Schalter wird umgelegt. Das ist auch bei medialen Fähigkeiten. Wenn du versuchst, deine medialen Fähigkeiten zu nutzen und zu kommunizieren mit der geistigen Welt, jedes Mal, wenn dein Verstand dazwischen funkt und versucht, es zu analysieren und versucht, es zu kommentieren nebenher, blockierst du dich. Ja, denn der Verstand kann das nicht. Wir kommen da nicht hin mit dem Verstand. Und das müssen wir realisieren. So toll und so intellektuell unser Verstand auch sein mag, diese Dinge kann er nicht. Denn wir brauchen eine andere Fakultät als den Verstand, um diese Erfahrungen tatsächlich zu machen. Das heißt, es braucht eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung zu sagen, ja, ich lasse mich darauf ein. Und natürlich, und das ist wirklich dieses Umändern deiner Glaubenssätze. Ja. Sie sagt, was ihre Gedanken ihr sagen, ja, habe ich doch gesagt, das geht nicht und so weiter. Und bei dir, du kannst es vergessen, die anderen können das alle, aber du, bei dir geht es nicht. Nein, nein, nein. Die Schwierigkeit ist nämlich, der Verstand ist ja angeknüpft an unser Ego, an unsere Ich-Identität. Und je mehr wir uns entwickeln, also in spiritueller Hinsicht, desto mehr, das ist ein Nebeneffekt, wird diese Ich-Identität minimiert. Das heißt, die hat zwar noch eine Funktion in der Welt, dass wir hier funktionieren, aber letztendlich wissen wir, sie ist völlig Illusion und das sind wir nicht, weil wir immer mehr erkennen in dem erweiterten Bewusstsein, wer und was wir wirklich sind. Und wir sind eben nicht Ego. Das heißt, das Ego verliert an Existenz. Ja, und das ist natürlich, was das Ego überhaupt nicht will. Es ist das darauf ausgelegt, sich zu erhalten. Das heißt, im erweiterten Bewusstsein hat es keine Funktion, keinen Platz. Nur im Menschsein hier, sage ich mal, hat es einen Platz. Und das Ego weiß das natürlich und der Verstand weiß es auch. Aber wenn wir Erfahrungen machen wollen als etwas Größeres, dass wir etwas Größeres sind und das Erleben erfahren wollen, nicht nur als theoretisches Konstrukt haben wollen, müssen wir uns darauf einlassen. Es braucht unser Ja. Und dazu braucht es auch unsere Klarheit, dem Verstand zu sagen, da ist jetzt dein Platz. Ja? Und somit ist es wichtig, dass wir dann, wenn wir eine Übung machen, und dazu lade ich euch alle ein, egal wo ihr seid oder ob ihr gerade sonst wo einen Kurs macht oder ob ihr euch selbst innerlich mit etwas beschäftigt, dass ihr, wenn ihr in eine Übung hineingeht oder euch auf eine Erfahrung einlasst, dass ihr das mit ganzem Herzen tut und sagt, und wenn es noch so crazy ist, was ich dann da sehe, zum Beispiel in einer Visualisierung, ja so, okay, jetzt lässt du die Bilder entstehen, was kommen darf kommen. Ich werde etwas sehen. Und auch wenn zwischendurch vielleicht immer wieder das kommt, ja, das produzierst du jetzt selber, das sind deine eigenen Gedanken, denn das macht der Verstand. Ja, das werden euch alle sagen, die nicht von einer Sekunde auf die andere spirituell erleuchtet waren. Das werden euch alle sagen, das sind Entwicklungen, die machen wir alle durch und der Verstand ist es gewohnt, da auch reinzukommen. Aber dann dürfen wir wieder sagen, Verstand, geh mal bitte raus, ich möchte jetzt diese Erfahrung machen. Ja, und ich lasse mich da leiten, ich lasse mich ein wie ein Kind, komplett auf spielerische Art und Weise in dieses Erleben. Und dann wirst du merken, du wirst Bilder bekommen. Auch wenn da keine Anleitung mehr ist, was du da jetzt sehen sollst. Und wenn du das nicht zensierst, und das ist die Voraussetzung, zensiere es nicht, kommentiere es nicht gedanklich, beurteile es nicht, bewerte es nicht, lass es einfach stehen. Es darf kommen,
Es darf gehen. Und hinterher kannst du aufschreiben, was du wahrgenommen hast. Auch erstmal ohne zu bewerten. Und dann machst du das Nächste und das Nächste. Und mit der Zeit wirst du merken, ich kann dem vertrauen, das macht Sinn, das, was da kommt. Ja, da erkenne ich jetzt Zusammenhänge. Ich erkenne auch Zusammenhänge in meinem Leben. Und plötzlich sehe ich tatsächlich, das, was da und da kam, an Information oder an Gefühl oder an Botschaft, ist tatsächlich die Antwort auf eine Frage, die ich mir schon ganz lange stelle im Leben. Oder erklärt mir den Zusammenhang zwischen dem und jenem, was ich schon längst erkunden wollte oder wo ein Fragezeichen bei mir lag. Ja, aber es ist so wichtig, dass wenn du dich mit deiner Entwicklung beschäftigst, dass du das nicht ständig von der Ich-Identität aus machst. Denn das Ich kann sich nicht entwickeln. Dein Ego wird sich nicht spirituell entwickeln. Das will es nicht und das kann es auch nicht. Aber du schon. Du als der oder die du wirklich bist. Natürlich kannst du dich entwickeln. Hin zu dem, wer du schon bist. Also du entwickelst dich nicht weiter an sich, sondern zurück zu deinem ursprünglichen Zustand, zu dieser Erkenntnis und zu dieser Realisierung, wer du bist und zu dieser Erfahrung, wer du bist. Ja? Und wie gesagt, um diese Erfahrung zu machen, musst du ganz klar sagen, ja, ich will und ich öffne mich. Und ob der Verstand da jetzt quatscht oder nicht, das ist mir egal, das ignoriere ich. Ja? Und man darf schon anerkennen, warum macht der Verstand das? Er macht es, um das Ego zu schützen, um das Ego aufrechtzuerhalten. Aber wenn du sagst, das Ego ist nicht das, was ich aufrechterhalten will oder woran ich arbeiten will, sondern ich möchte an meiner Entwicklung, an meiner seelischen Entfaltung arbeiten, dann hast du deine Intention gesetzt und dann darfst du diese auch zulassen. Ja? Ich hoffe, dass das klarer gemacht hat, wo so die Krux an der ganzen Sache liegt. Ja? Und es ist so wichtig, dass du dir sagst, ganz ehrlich, das, was ich kann, und ich rede jetzt wirklich von mir, Mel, das, was ich kann, kannst du auch. Ja? Und es kann theoretisch jeder. Jeder kann seine eigene Essenz wieder wahrnehmen, wenn er denn das möchte. Ja? Und jeder kann seine Feinfühligkeit, kann seine Intuition schulen, kann seine Medialität schulen, wenn er das möchte. Ja, das sind nicht irgendwelche Auserwählten, die das können. Das ist angelegt in uns. Wir kommen damit schon hierher. Ja, die einen haben Interesse daran, die anderen nicht. Und das ist auch völlig okay, weil wir in unterschiedlichen Entwicklungsstadien uns befinden. Aber wenn es dein Wunsch ist und wenn es dich dahin zieht, du hast diese Wünsche auch nicht umsonst, dass es dich immer wieder zu diesen Thematiken zieht. Ja, zu diesen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte. Dieser Ruf, ehre das, freu dich daran und dann lass dich drauf ein. Spielerisch, leicht, nicht schwer und ich muss das richtig machen. Es gibt eh kein richtig, jeder funktioniert anders, ja, sondern mit Leichtigkeit und spielerisch. Und wenn dann der Verstand sagt, ja, bei den anderen ist es leicht und spielerisch, aber bei dir nicht, weißt du genau, alter Glaubenssatz, altes Muster, nicht gültig. Ich kann mir das zwar jetzt wiederholen. Und ich werde das dann auch so erleben, weil wir erleben, was wir glauben. Ja, wir machen wahr, was wir glauben. Und damit hältst du dich halt in der Limitierung. Das ist schon okay, daran ist auch nichts falsch. Aber wenn du sagst, das möchte ich transzendieren, da möchte ich drüber, ja, dann steig drüber. Da ist ein Hindernis, ein Baumstamm oder so, heb deinen Fuß und steig drüber. Deine Intention ist das Erste. Ja, ich will. Ich möchte das. Lieber Verstand, hier ist dein Platz. Ja, ich parke dich mal auf der Seite und ich lasse mich komplett ein. Und ich lasse alles unzensiert zu mir kommen, was da so kommt. Ja, meine Intention ist natürlich ausgerichtet auf zu meinem höchsten Wohl, zum allerbesten und in Verbindung mit meinem höheren Selbst. Ja, aber in diesem Feld, in diesem Intentionsfeld von dem, was zu deinem höchsten Wohl ist, dürfen sich deine Erfahrungen dir selber präsentieren. Und indem, dass wir Dinge erfahren und erleben, werden sie für uns glaubhaft, nicht in dem, was uns jemand erzählt. Auch wenn wir es theoretisch wissen und nicht nur glauben, sondern wissen, ja, ist trotzdem dieses Erfahren etwas, das
das ist nicht mit Worten gleichzusetzen oder mit diesem, ja, ich weiß es. Das Erfahren geht viel, viel tiefer. Weil dann haben wir die Beweise und unsere Erfahrung ist für uns dann einfach so verifizierend, ja, und validierend und macht es echt. Ja, also lasst mich wissen, also vor allem auch du, liebe Fragestellerin, lass mich wissen, ob das hilfreich war. Gerne sage ich dazu noch mehr, wenn das eine oder andere, das ich jetzt, das vielleicht noch zu sagen wäre, da nicht mit drin ist. Aber nehmt es mal so mit und setzt das in der Praxis um. Denn alles, was uns von unserer Entwicklung fernhält, ist nur etwas, das in Schichten über uns liegt. Es ist nicht etwas, das faktisch da ist. Es ist etwas, das wir uns angeeignet haben und das da jetzt so ist. Und wir dürfen wie die Zwiebelschalen von diesem und jenem Glaubenssatz, dieser und jener Angewohnheit, also auch, dass wir dem Verstand dann so viel Raum einräumen, das ist eine Angewohnheit. Und das hat uns in der Vergangenheit vielleicht auch gedient. Aber in dem, was wir jetzt machen wollen, dient es uns nicht. Da brauchen wir das gerade nicht. Ja, das heißt nicht, dass wir den Verstand nie brauchen. Den brauchen wir durchaus in anderen Situationen. Aber nicht, wenn wir unserer Seele Raum geben wollen und wenn wir andere Fähigkeiten und andere Zugangsmethoden zu Wissen und Weisheit und Erfahrung erlebbar haben wollen, dann geht das nicht. Ja? Das heißt, wir dürfen diese Zwiebelschalen nach und nach ablegen. Und wenn wir uns darauf einlassen, gelingt uns das auch. Ja? Täglich erzählen Menschen, wie sie das machen, wie sie Schritt für Schritt sich da auch vorarbeiten. In dem Vertrauen, klar, wenn es der kann, dann kann ich das auch. Ja? Das geht. Aber natürlich nicht ich Ego, sondern ich Seele. Ich als Seele, natürlich. Ich kann mich easy und leicht wieder in mein Sein hineinfinden. Ja, Schritt für Schritt für Schritt. Ich muss es nicht auf einmal machen und plötzlich erleuchtet sein. Nö. Ich kann ganz langsam den Weg zurückgehen von der Ich-Identität, vom Ego-Sein in immer mehr Seele sein, immer mehr Energie, Bewusstsein sein, immer mehr Lichtwesen, Lichtkörper, wie auch immer das für dich stimmig ist. Ja, du kannst es nennen, wie du möchtest. Immer mehr Energie, immer mehr Frequenz, immer mehr entweder abstrakt oder konkret, wie du es magst, das Sein, das Werden und das auch erleben, dich selbst so erleben. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. Ich wünsche uns für heute einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.